Grüße, yo. Ja. Besser. Ja. Ah, Grüße auf jeden Fall. Und yo. Es ist der 1. April. Und nein, ich schaue keine von diesen so brillanten, falls überhaupt noch jemand seinen Blödsinn macht, ganzen 1. April-Scherze, wo andere Leute sagen, die löschen ihre Kanäle und so einen Scheiß und oh, letzte Video und so weiter. Und ehrlich, jeder, der was sowas macht, oder dann irgendeiner so, oh, so schöne, lustige Fake-Dinger. Ich schau mir an dieser scheiß Autofokus drin. Yeah. Ich fange nicht nochmal an, ist egal. Aber auf jeden Fall, es ist 1. April, wir haben Ostern gehabt. Und ja, wir machen weiter wie im letzten Jahr. Post. Naja, sagen wir es mal so, etwas mager, aber das Lustige ist, das kam mit der Post. Das hier habe ich hinter meinem Schrank gefunden. Das ist irgendwo da hinten anscheinend irgendwann mal abhanden gekommen. Und ich habe komplett vergessen, dass ich es hatte. Und es ist dann irgendwie so unter einem großen Stapel anderer Sachen verschwunden. Also das hier ist wahrscheinlich vom letzten Jahr irgendwas. Vielleicht irgendein Buch, aber ich habe keine Ahnung welches. Weil ich bin mir jetzt... Oder? Es ist schwer. Also es ist sicher nichts Technisches. Also falls das hier... Deswegen fange ich mit dem hier an. Falls das hier irgendetwas nicht Anime-bezogenes ist. Von dem einen Teil weiß ich es, von dem hier nicht. Ne, ich habe eigentlich alles. Die Raspberry Pi Sachen sind eigentlich gekommen, also... Tablet habe ich mir ganz... Es ist schwer, also ist auf jeden Fall mehr drin. Yay. Egal. Oh, klasse. Das habe ich jetzt gesehen. Oh ja. Nicht, dass es mein alter Feind das Papierabreißstreifensystem ist. Nein, sie haben auch noch den Amazon Prime Aufkleber draufgehauen. Yeah! Wir wissen alle, wie das hier enden wird, oder? Ja, ich denke schon ganz. Ja. Ja. Scheiß drauf. Oh, ja, und das fällt schon Sachen raus. Oh, ich habe da was gesehen, das ist Tokio. Ah! Das muss aber... Oh! Wann? Okay, hier Papier. Noch mehr Papier, das kann natürlich in die Heizung. Wann habe ich das bestellt? Um Himmels Willen. Und das ist... Ohne Scheiß, wow. Cool. Okay, frohe Neuigkeiten. Gute Nachricht. Ich habe anscheinend jetzt... Mal schauen. Okay, hier sind 2, 3. Also sind 6, 8. Das sollten dann, glaube ich, alle restlichen Ausgaben... yeah. Die ich noch brauche für meine Komplettierung von Bloodlet sein. Yeah. Okay, warum ist nur eines davon eingeschweißt? 16 ist das einzige eingeschweißt hier. Mit coolem Glowing in the Dark Sticker. Ja, ich leuchte auch manchmal im Dunkeln, aber das kommt nur ganz, ganz selten vor, in ganz bestimmten, zu ganz bestimmten Jahreszeiten. Okay. Anscheinend ist hier irgendwas extra drinnen, deswegen haben sie es eingeschweißt. Die Reste sind eingeschweißt. Auf jeden Fall, yeah, Bloodlet, wer erinnert sich noch? Ich schon. Weil ich sehe da drüben die einen, die vorherigen gekauften Sachen. Also ich habe jetzt hier von, Moment mal, das hier ist 12.
10. Das ist 13. 14. Okay. 17, das ist dann glaube ich der... Ich glaube mit 17 war es... War es mit 17 abgeschlossen? Ich glaube. 15. 16. Zack. Zack. 13, 12, 13, 14, 15, 16. Ja. Das habe ich jetzt hier von 10 bis 16. Okay. Das heißt, ich habe Bloodlet komplett. Ja, eine Serie fertig, Millionen andere noch fertig zu machen von Sachen, wo ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie komplett bekommen werde. Danke an die deutschen Publisher, ihr wisst, warum ich bei euch normalerweise nicht mehr einkaufe. Ich nur noch die Sachen komplettieren will, die ich vor Jahren angefangen habe und jetzt nicht mehr komplettieren kann, weil... Oh, wir haben davon nur ein paar hundert Stück geprintet und jetzt sind sie ausverkauft. Da bin ich für dich, dass du nicht zu diesem Zeitpunkt Geld hattest. Zahl uns 300 Euro bei Amazon für einen Band. Yeah. Ihr wisst, warum ich das hier sage, oder? Warum es andere nicht sagen? Yeah. Weil ich immer derjenige bin, der Sachen sagt, die eigentlich gesagt werden müssten ab und zu mal. Aber niemand sagen will, weil... YouTube Revenue. Content friendly. Ui. Auf jeden Fall, da glaube ich, weiß ich schon, was drin ist. Jetzt, was war gerade? Ach, das war nur ein Löffel. Okay. Oh, geliebtes Selbstharm-Tool. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil ich mich meistens versehentlich selbst schneide an der Wand. Yep. Und yep. Man, es ist zwar nicht das alles, was ich gedacht habe, es kommt. Oh, nur zwei. Rechnung. Das sind eben die Freuden, wenn man Sachen einkauft über See. Da braucht man immer mindestens ein halbes Jahr, bis was kommt oder so. Lieferschein, es ist korrekt. Weil wie gesagt, keiner gibt Geld aus, keiner wird komisch. Leute wie uns, einer gibt einen Haufen Geld aus für Sachen, die er haben will. Nur der wird nicht nur bei den Händlern, die hier bei uns sind, weil die nicht mal das geben, was wir haben wollen. Wir fragen darum, bekommen blöde Antworten oder gar keine Antworten. Oder halt eben, hey, du kannst schon bestellen. Wir bestellen es beim Händler, wo du es normalerweise bestellen willst. Also warum soll ich den Mittelsmann bezahlen? Wir haben das Internet. Sorry. Ehrlich gesagt, so weit hinten noch ab und zu, was ich jetzt schade finde, weil ich möchte wirklich jemanden unterstützen ab und zu mal. Wo ich sagen muss, yeah! Deswegen gehe ich, wenn ich mal wieder auf Cons gehe, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr wieder schaffen werde. Holy shit, wenn ihr mal einen Plan für dieses Jahr sehen würdet, okay, ihr werdet kotzen anfangen, ich fange zu kotzen an. Oh Mama. Dass ich überhaupt irgendwas gekauft habe, ist schon wieder, fast schon wieder Irrsinn. Und das wird mich total nicht irgendwann in den Arsch beißen. Naja, so schlimm ist es glaube ich noch nicht. Okay. Rechnung weg. Okay. Was war denn obligatorisch drin? Okay. Band 5. Interview mit Monster Girls. Ich warte immer auf Band 4. Keine Ahnung, warum das lang braucht. Wieder mal wahrscheinlich von irgendwo weit weg. Ja, englische Ausgabe. Warum? Japanisch war mir noch etwas zu teuer und irgendwie kommt mir vor, selbst die Einbände der Überseeproduktionen, okay, sind irgendwie angenehm. Das habe ich bei mehreren Sachen, die wirken griffiger. Das sind nicht dieses Hochglanz- oder Matt-Ding. Das bedeutet schon bei Soul Eater Not, falls jemand daran erinnert. Ich weiß, die meisten haben bis jetzt nie daran gedacht, ich weiß, weil es ist da, es ist weg. Es ist da, es ist weg. Also, das ist dieses komische, manchmal denkt man auf Sachen von früher. Die meisten denken nie an Sachen von irgendetwas, nur halt eben Hype weg. Hype weg. Genauso wie jetzt gerade, wir alle über die Serien jetzt gerade auslaufen reden, weil jetzt gerade die ganzen Binge-Watcher die ganzen Sachen nachholen. Naja, auf jeden Fall, hey. Jo, ich halte gewissen Sachen immer noch die Ehre. Das ist sehr positiv. Haha. Wie gesagt, ich mag die Qualität, die diese Sachen haben. Wenn man heißt, oh die produzieren sind Massen, deswegen können sie... Komisch, also machen sie aber auch die Qualität besser. Das hier fühlt sich wirklich griffig an. Die Seiten fühlen sich, das Material fühlt sich an, wie wirklich etwas, was man in der Hand haben möchte. Nicht so quasi, hey, mach's dreimal auf und dir kommen die Seiten entgegen, was ich bei einigen Sachen habe, die ich schon länger besitze.
Weil witzigerweise ging das zu an anderen Leuten, die diese ganzen Sachen zwar kaufen und dann ins Regal stellen und nie mehr angreifen und immer aus der Folie rausnehmen, weil Collector. Sag ich so, meine Sachen zerfallen mit der Zeit, ja. Meine Sammlung wird nicht irgendwie in dem Erbschaftsteil auftauchen. Ich wüsste auch nicht, warum sie das sollte, okay? Aber, naja. Finde ich schade. Ich bin mal gespannt, ob sie wirklich eine Second Season machen. Es ist in Gespräch gewesen in diversen Ecken, aber noch nichts Einheitliches. Wie gesagt, darüber reden wir ja dann erst, wenn es wieder ganz groß gehypt wird. Und weil es eine Serie ist, die schon andere kennen, ist es nicht mehr ganz so cool. Deswegen, jetzt halt, wenn eine Second Season rauskommt, wieder alle so, Hobby! Ja. Wollen wir zum nächsten kommen? Das ist eine gute Überleitung irgendwie. Oder auch nicht. Yeah! Und das ist leider kein Manga. Das sind nämlich keine Bilder. Okay, vielleicht ein, zwei Bilder, glaube ich. Ah. Oh. Oh. Das gefällt mir sogar. Hey. Yay. Das ist ein Light Novel. Das Ding, das andauernd alle behaupten zu lesen und dann aber witzigerweise nie wissen, worum es geht, weil sie andauernd nur entweder die Audiobooks hören, falls es welche davon gibt noch. Ich weiß nicht, warum es von den neuen Sachen gibt. Ich weiß, dass es von alten Sachen welche gibt. Von den neuen Sachen, ich weiß nicht, ein paar lesen. Ich glaube, es lesen sogar ein paar Leute auf YouTube Sachen vor, wenn es nicht schon mehr von dannen geworfen wurden. Aber ja. Oh ja, sorry. Erster Band, Monster Girl Doctor. Yeah. Love für Monster Girls ist immer noch groß bei mir. Ja, warum auch nicht? Hey, irgendeinen Fetisch braucht der Mensch. Und ich habe sehr viele. Yeah. Immer noch Leute sagen, was gibt mit dir falsch? All die richtigen Sachen. Haha. Yeah. Auch ein gutes Bild für den Tower. Warum nicht? Yay. Hm. Oh. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dort jemand auf interessante Proportionen abgesehen, auf jeden Fall. Yeah. Im Grunde genommen ist das Arzt mit Lamia-Krankenschwester. Obwohl, witzigerweise, wie die meisten mal sagen, das ist keine Lamia, das ist eine Nage. Sag ich, von mir aus, wie ich es gerne wüsste. Weil es gibt bestimmte Differenzierungen, die ja weiß nicht, dass Griechenland ist und so weiter. Da. Kann man sich aufregen, wenn man will. Auf jeden Fall, yeah. Doktor mit Krankenschwester, die eine Lamia ist, in einem Fantasy-Setting. Und wie gesagt, ich bin nicht gespannt, ich will immer echt wissen, wie lange es dauert. Wahrscheinlich erst dann, wenn die ersten paar Kapitel des Mangas, der gerade in Arbeit ist. Ich habe noch nicht gesehen, wer gerade dazu beauftragt wurde. Ich muss immer nochmal nachkollegieren. Ja, natürlich das typische. Yeah! Quetschung. Wir wissen alle, wo das wird. Auf jeden Fall, yeah. Ich hab schon vor ein paar so Synapsen durchgelesen. Ist eines von den typischen Dingern, wo jetzt interessiert es keinen. Obwohl, yeah. Meerjungfrauenuntersuchung. Jetzt interessiert es keinen. Dann später, wenn es dann cool ist, wenn es dann die Serie rauskommt. Wenn dann wieder zigtausend wichtige, großkotzige Kleinscheißer die Klappe aufmachen und oh, wir sind so cool und in, dann wird darüber geredet. Ich bin, glaube ich, der Einzige im deutschsprachigen Raum momentan. Oder wenn ihr jemanden wisst oder findet, der über das Ding bereits geredet hat, außer meinesgleichen, dann möchte ich bitte den Link dazu, weil diese Person möchte ich kennenlernen. Yeah. Da strebe ich eine Kooperation an. Irgendwie so. Sogar ein. Yeah. Das ist sogar eine Farbe. Man, ihr seht es nicht, das ist ein Spaß. Das hier. Oh yeah. Oh wow. Okay, wir haben also schon ein paar interessante Geschichten da. Aktuell. Ja. Auf jeden Fall definitiv, der Arzt ist mehr auf muskelbetontem gesehen, wenn man vor allem hier von dem kleinen Frankenstein-Figürchen hier abgeht, von dem kleinen Zombie da hier. Ja. Hier ist auf jeden Fall jemand sehr bedacht auf Proportionen im Muskelbereich. Nichts dagegen. Oh ja. Bin gespannt, wie sie das Ganze dann umsetzen werden. Wir werden mal das hier mal durchlesen und, wie gesagt, den Rest, den ich noch nicht gelesen habe. Hoffe, dass bald auch die nächsten Bände rauskommen. Ich glaube, Band 2 sollte jetzt die Tage mal rauskommen. So. Oder ist schon. Nicht nachgesehen. Seit dieses Videos habe ich nicht nachgesehen. Ich habe nur diesen Band beschaltet. Okay. Yay. Ich hänge viel zu viel an den Ding. Wie gesagt, jetzt ist es uninteressant. Jetzt ist es uncool. Witzigerweise habe ich noch einen ganzen
Kaffee mit anderen Sachen, mit denen ich gerade über andere Ecken und über andere Bezugspunkte in anderen Ecken der Welt mit Leuten rede, die mir jetzt bereits Sachen erzählen, die ihr wahrscheinlich erst in wahrscheinlich 3 bis 4 Jahren sehen werdet, komischerweise. Außer ich rede davon. Soll ich? Schauen wir mal. Ich bin so fasziniert, dass ich mich jetzt endlich irgendwie als österreichischer Außenseiter mich in kleinere Gruppen und Gruppierungen über den Globus verteilt. Hier bitte dieses wunderbare Oktopus-Bild aus der damaligen Propaganda des Zweiten Weltkriegs von Amerika. Yeah. Ich ziehe meine unsichtbaren Tentakel jetzt gerade über den Globus mit kleinen Bekanntschaften, die ich jetzt gerade online mache. Sehr interessant. Guck mal, dass Leute nicht öfter hier bei uns machen, aber okay, wir sind Österreicher, also... Fade. Leider. Ist ein Ding, das ich leider den Leuten vorwerfen muss. Alle wissen, was wir getan haben. Alle wissen, wo wir herkommen. Aber das war's auch schon wieder, weil ansonsten ist hier alles relativ fort. Und seltsamerweise, wenn ich darauf denke, wie wir eigentlich gut weggeschaltet sind Anfang 2000 und jetzt dastehen, muss ich sagen, puh, das ist schade. Die paar wenigen Leute, die ich kenne, von denen ich wirklich sagen kann, die machen was, um aufzufallen. Dann sind immer die Außenseiter und die, wo wieder wirklich fest gehatet wird, aber was willst du? Was ich schade finde, ehrlich gesagt. Weil anders ist immer noch schlecht. Genauso, oh, Nerd sein ist so cool seit der Big Bang Theory. Das Komische ist, die einzigen, die nicht cool sind, sind die richtigen Nerds. Und die Geeks. Die sind immer noch diese, du nicht. Wir sind die coolen Kids. Immer ist es, wenn es zu den coolen Kids geschoben wird, dann verändert es sich automatisch wieder zu irgendetwas, was die Nerds und die Geeks nicht haben wollen. Und das dann ganze wegschieben. Und dann sagen, hey, ihr seid nicht die coolen Kids. Ihr baut eure PCs selber. Warum kauft ihr euch keine Macs? Oh, ich spiele lieber auf der Konsole. Mir ist doch scheißegal, was du spielst. Interessiert dich für das. Und du brauchst nicht unbedingt der Fachmann für irgendwas, weil immer von diesen Elite-Geschichten gäbe. Du kannst etwas mögen, ohne dass du, hey, die Hausnummer, die Blutgruppe, das Sternzeichen und weiß nicht was alles, hey, der Putzfrau im Gebäude kennst, die der jeweilige Zeichner, / Programmierer, / Literat oder Literaturkenntliche, der das Ganze geschrieben hat, gemacht hat, inklusive seinen Mädchennamen und was noch alles. Das brauchst du alles nicht wissen, du musst nur wissen, magst du es? Ja. Verstehst du, was du vor dir siehst? Ja. Fertig. Triviales kommt von sich aus. Triviales ist etwas, wenn das Interesse dahingehend ausgeschöpft ist. Ich habe alles gesehen, was hier heraußen steht. Jetzt bohre ich hinein und sehe, was dahinter steckt. Das kommt danach. Danach interessiert es aber die meiste Wichsgesellschaft nicht mehr. Und ich benutze jetzt extra sehr viele Fluch- und Schimpfwörter, damit ich schön bei YouTube runterfalle. Yeah. Warum? Mich interessiert es nicht. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die ja. Oh, das ist mein Job. Sag ich, ja, ist ja auch gut, aber hey, ich brauch's nicht. Du kannst es machen. Ich zieh dich deswegen gar nicht runter, mich schaut sowieso keiner zu. Okay? Und damit rede ich nicht von den Leuten, die es unabhängig von der Presse machen. Ich meine, die ganzen Presse-Heinis, die immer groß Fans schreien und dann groß witzigerweise schreien: Hey, ich mach das doch genauso wie ihr. Nein, machst du nicht. Aber genug von, ihr wisst schon wen. Wir kennen sie alle. Ich finde es nur unterhaltsam, weil immer nur zuerst interessiert mich nicht, es wird gehypt, boah, ich bin ein Fan. Und dann kaum ist der Hype ein bisschen am abpegeln, wenn quasi die typische Kurve wieder mal einen Höhepunkt hat, oh, jetzt ist es wieder egal. Ein Fan geht, oh, ich interessiere mich, oh, schau, ich habe alles erfahren, was ich von der Serie von außen her erfahren habe. Jetzt gehe ich in die Details, weil ich diese Details wissen möchte, von mir aus, um das mit anderen Leuten zu teilen, um Diskussionsmaterial zu haben, gegenseitigem Material, wo es andere Leute in verschiedene Richtungen schauen. Deswegen wäre es ja wichtig, dass wir eine lebhafte und komplexe Gesellschaft haben. Nicht diese monochrome Ding, ich kenne die Serie, bin ich nicht gut, sondern Leute, die was von verschiedenen Eckpunkten, von verschiedenen Sichtweisen auf etwas losgehen, um mehr Informationen zu haben.
um mehr Diskussionsmaterial zu haben, um mehr Informationen zu haben. Nicht, weil es irgendwie cool ist oder weil es im Fernsehen gebracht wird, sondern weil wir es wissen wollen. Wissen wollen ist nicht cool sein. Okay? Da könnt ihr noch so oft bei... Und ich bin mal fast... Warum gibt es Big Brother noch, okay? Ehrlich, wer schaut das? Schämt euch. Die, die es machen und die, die zuschauen. Jedes Mal bin ich fasziniert, wenn ich davon höre, dass es diesen Scheiß gibt. Wir hatten das vor kurzem eine Diskussion drüber. Alle so, was? Das gibt's doch. Ja, anscheinend gibt's diesen Scheiß noch. Man, was ist YouTube dann? Big Brother, aber mit Consent. Ich will, dass Leute mir zuschauen, aber nur das, was ich ihnen zeige. Und dann beurteilen sie das, was ich ihnen zeige, als meinen gesamten Lebensstandard. Ha, weil ich den ganzen Tag nur hier vor der Kamera sitze. Okay, wenn ich Urlaub habe, ja. Den ich kaum noch habe. Oder allgemein Zeit. Oder Geld. Oder andere Sachen, die zu sehr ins Private gehen. Ui. Wissentlich oder unwissentlich, egal. Auf jeden Fall. Ja, ich habe wieder ein bisschen was gezeigt. Ja, wartet darauf ab, dass hier kommt. Dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr, wenn, dann wahrscheinlich später im Jahr. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange sie brauchen, um den Manga rauszubringen. Ja. Okay, ich habe Blood Let jetzt endlich komplett. Jetzt muss ich das noch durchlesen. Ich habe aber morgen Arbeit, obwohl Feiertag ist. Das heißt, ich habe Familiengeschichten zu erledigen. Yeah. Warum nicht? Machen wir mal. Nichts Negatives deswegen, also, ja. Yeah. Ich bin momentan sowieso relativ fremd, was Familiengeschichten angeht. Momentan, da sollte man ein bisschen. Man sollte die Familie ein bisschen ehren. Ab und zu mal ein bisschen, okay. Was sonst machen Sie in irgendwann einen Auftrag oder zumindest ein Angebot, das Sie nicht mehr abschlagen können? Und dann wird's giftig, okay? Shit, okay, die Katze ist weg. Ich hätte sogar Prop-Katze da gehabt, aber die schläft und dann woanders. Okay. Auf jeden Fall, cheers, bis zum nächsten Video. So blöd und so unfreundlich das Video war, sorry, aber ich halte kein Blatt vor dem Mund und wenn das eine nicht passt, hey, anscheinend wird der immer wieder, werden jetzt dann immer mehr andere Plattformen interessanter, inklusive, was? Pornhub. Leute planen überall zu springen auf Pornhub mit YouTube-Videos. Müssen wir mal schauen, ob mein alter Account doch da ist überhaupt. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ich glaube, mein Zeichenstift ist wieder geladen. Yay.